Renn halt los, du dumme Kuh, ey, wirklich. Gib mir mal deine Tasche. Sie war größer. Das wird der Knaller. Ja. Mal sehen, was die Polizei dazu sagt. Boss, du kriegst natürlich eine Anzeige. Klauen ist strafbar. Ein Fall für Young Crime. Ich bin Shinedu und zeige euch echte Fälle, leicht verändert nachgestellt. Und was Diebstahl für Folgen hat, darüber möchte ich mit euch diskutieren. Und so kam es zur Tat. Pass auf, du nimmst die so, so, so und so. Und tada, weg ist es. Check. Und drei Sachen, klar. Und nimm nicht den Billo-Kram, den wollen wir nicht. Verstanden? Was ist? Kannst du jetzt nicht mehr reden, oder was? Doch. Hast du die Hosen voll, oder ja, wie? Sieht ganz danach aus. Lass doch lieber abhauen. Oh, das ist keine Angst. Häschen, passt wohl nicht zu uns Bitches, oder was? Doch, ehrlich, ich schaff das. Worauf wartest du da noch? Los. Geh. Und denk dran. Drei Sachen. Ey, das kann ja was werden. Und lass dich ja nicht anquatschen. Das kriegt die doch im Leben nicht hin. Was macht denn die da jetzt noch? Wir haben nicht ewig Zeit. Ey, kein Plan. Oh mein Gott, film die Alte mal. Ja, warte. Ey, das ist Comedy. Schnell. Oh mein Gott, peinlich. Hallo. Kann ich dir helfen? Nee, danke. Suchst du was Bestimmtes? Nee, ich schau nur, alles gut. Ey, ich hab gesagt, nicht anquatschen lassen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, ich meine, ich wollte ja abhauen. Du wolltest doch auch neues Make-up, oder nicht? Ja, na also, dann zick dich rum, ey. Wenn du eine Farbe ausprobieren willst, dann nimm bitte nur die Tester, ja? Ey, die braucht vielleicht lange. Mann. Coole Farbe. Ja, ne? Willst du auch mal? Ja. Steht dir. Wenn du noch einen anderen probieren willst, da unten sind Tücher zum Abwischen. Sie kommt. Bleib stehen! Das kann doch nicht wahr sein. Renn halt los, du dumme Kuh, ey, wirklich. Wo ist das Zeug, hä? Rück's raus. Ja, das gibt Ärger. Tja, für sie schon. Irgendwie kann einem Marie-Louise ja schon leid tun. Und darüber diskutiere ich heute mit Brice aus Bochum, Nasta und Nelly aus Berlin und natürlich unserer Jugendrichterin für die juristischen Fakten, Julia Trinte. Ja, sagt doch mal, was haltet ihr so von dem Fall? Ladendiebstahl ist, glaube ich, unter Jugendlichen gar nicht so ungewöhnlich. Ist eine voll schwierige Situation für sie, weil sie irgendwie, um in der Gruppe dazuzugehören, dazu gezwungen wird, was zu klauen, eine Straftat zu begehen. Ja, das glaube ich irgendwie auch. Man hat irgendwie gemerkt, dass sie sich total unsicher war und dass sie wirklich Angst dabei hatte. Hm. Meint ihr, sie hätte das sonst auch gemacht? Niemand würde einfach so freiwillig klauen, glaube ich. Das liegt an den Freunden. Wenn Freunde klauen, dann will man auch wie die sein, zu denen gehören und so. Mhm. Ich meine, Freunde sind irgendwie mit das Wichtigste im Leben von Jugendlichen. Ich meine, die möchte man so auf gar keinen Fall verlieren, aber das rechtfertigt das ja trotzdem nicht. Sie wirkte nicht wie jemand, der das außerhalb von so einer Situation auch gemacht hätte. Ich würde sagen, das ist da ganz klar aus dem Druck entstanden. Manche bekommen ja Taschengeld, die einen weniger, die anderen mehr oder teilweise auch gar nicht. Glaubt ihr, dass da auch ein Unterschied ist zwischen ärmeren Verhältnissen und reicheren Verhältnissen, ob da eher oder weniger geklaut wird? Ich glaube ja, weil die Leute, die kein Geld bekommen, die würden halt eher klauen, weil die wollen ja auch das haben, was die anderen haben. Ich habe einen Kumpel, der irgendwie im Auslandsjahr ein T-Shirt geklaut hat. Da kann ich zum Beispiel sagen, der kommt aus einem super wohlhabenden Haushalt. Also das ist dann mehr der Nervenkitzel. Und bei Kindern, die vielleicht weniger Taschengeld bekommen, ist es dann eben ein so, ich will dazugehören, ich kann mir das nicht leisten, ich muss das klauen. Ja, Frau Trinte, Sie hatten ab und zu jetzt einmal genickt. Wie ist es so in der Praxis? Also, es kommt beides vor. Diebstahl ist wirklich ein Delikt, was quer durch alle Gesellschaftsschichten geht.
Spielt das aber dann auch später ein Faktor, als ob das quasi aus wirtschaftlicher Not passiert ist? Sicher. Also wir schauen uns ja immer ganz individuell an, wie ist die Motivlage, warum hat jemand eine Tat begangen und wo können wir ansetzen und helfen, damit in Zukunft sowas nicht mehr passiert. Marie-Louise ist ja eine Ersttäterin und hat das erste Mal geklaut. Kommt man dann immer vor Gericht? Ich denke, es wird hier vor allem auf den Wert des Diebesguts ankommen. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob man vielleicht nur einen kleinen Schokoriegel für 1 Euro entwendet oder ob man Waren von einem dreistelligen Betrag klaut. Und ich glaube, hier war es ein bisschen mehr, oder? Marie-Louise hat einen Warenwert von 210 Euro geklaut. Ich meine, das spricht auf jeden Fall schon für sich. Aber schaut selbst. Marie-Louise Krenn-Wilbert, 15 Jahre, wird angeklagt, als Jugendliche fremde bewegliche Sachen einem anderen in der Absicht weggenommen zu haben, die Sachen sich oder einem anderen rechtswidrig anzueignen. Jetzt siehst du, was du angerichtet hast. Herr Krenn-Wilbert, bitte. Am 17. April dieses Jahres begab sich die Angeklagte gegen 15 Uhr in die Filiale einer Parfümerie. Dort entwendete sie mehrere Paletten Lidschatten, 3 Lippenstifte, ein Make-up und ein Parfüm. Bei den Gegenständen handelte es sich ausschließlich um hochwertige Markenprodukte. Der Wert der Produkte wurde mit 210 Euro ermittelt. Vergehen strafbar nach § 242 StGB und den § 1 bis 3 Jugendgerichtsgesetz. Strafbar? Was für eine Schande! Herr Krenn-Wilbert, die Staatsanwältin ist noch nicht fertig. Selbstverständlich. Die Angeklagte gab bei der Polizei an, zur Tat angestiftet worden zu sein. Das Zeug liegt im Regal. Du tust so, als würdest du testen wollen. So, schau. Dabei kannst du immer gucken, was die Verkäuferin macht. Und dann, zack, stellst das Teil wieder zurück und die andere Palette unauffällig in die Tasche. Zeig bitte noch mal. Oh mein Gott, was ist daran so schwer? So, so, so und so. So, und jetzt du. Wird's denn auch mal? Boah, ist ja wohl nicht dein Ernst. Ich sollte noch üben. Das kann doch nicht so schwer sein. Ey, wenn du dich so anstellst, dann lassen wir das. Da bist du eben keine von uns, ganz einfach. Nee, ehrlich, ich krieg das noch hin, wirklich. Dann bist du ganz allein, du selbst schuld. Niemand anderes. Du kannst dich da nicht rausreden. Die beiden mutmaßlichen Anstifterinnen sagten jedoch aus, dass sie mit der Tat der Angeklagten nichts zu tun hätten. Das stimmt aber nicht. Halt den Mund! Das Gleiche gilt auch für Sie, Herr Krenn-Wilbert. Entlastend weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass die Angeklagte zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Vor und auch nach dieser Tat sind keine weiteren Delikte bekannt geworden. Das will ich auch hoffen. Die Angeklagte ist schuldig des Diebstahls nach § 242 StGB und den § 1 bis 3 Jugendgerichtsgesetz. Hast du gehört? Schuldig. Schuldig, sagt die Staatsanwaltschaft. Das sieht nicht gut aus für Marie-Louise. Oder? Was meint ihr? Ich fand es irgendwie total krass, wie viele Leute erstmal auf sie eingeredet haben. Also erstmal ihr Vater, der wirkt schon nicht so ganz sympathisch irgendwie. Das fand ich voll krass, dass er seine eigene Tochter gar nicht so unterstützt hat, dass er quasi so streng mit ihr war. Natürlich hat sie geklaut, aber es waren halt ihre Freundinnen, die sie irgendwie dazu getrieben haben. Und ich finde, das sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Sind sowas denn wirklich Freunde? Also kann man solche Leute zu Freunden zählen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass sie als Person irgendwie gar nicht geschätzt haben. Freunde würden halt niemals für dich was Schlechtes wollen. Die wollten halt nur das haben, was die wollten, und dann wieder weggehen oder nächstes Mal sie nochmals zu zwingen, das zu machen. Also das ist ja schon eine sehr toxische Freundschaft irgendwie. Wie fühlt sich sowas denn an? Also habt ihr da schon mal Erfahrungen gemacht irgendwie? Ich war schon in Freundschaften, die in vielleicht doch auch Mobbing-ähnlichen Situationen geendet sind. Die Person war ursprünglich meine beste Freundin gewesen. Und dann hat sie angefangen, mich von der Gruppe so schlecht zu machen einfach. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wie man sich vor sowas schützen kann? Oder gerade wenn man merkt, man ist in so etwas, wie man sich daraus wieder lösen kann? Ich habe damals mit meinen Eltern erstmal drüber gesprochen. Ja, ich habe tatsächlich mit meiner ehemaligen besten Freundin
da nie drüber gesprochen und das nie so reflektiert, aber ich habe mich dann von ihr ja einfach distanziert. Ich glaube aber auch, dass man, besonders wenn man jetzt in so einer Situation ist, irgendwie sich einer anderen Person anvertrauen sollte. Also egal, ob es jetzt andere Freunde sind oder sei es Familie, Geschwister oder sowas ähnliches oder seine Klassenlehrerin. Und diese Personen können dann einem dann halt auch Hilfe geben. Aber dann hat man irgendwie für sich selber irgendwie die Sicherheit im Kopf, dass es wirklich keine gute Freundschaft ist. Ich glaube, hier ist einfach das große Problem, dass das Mädchen keine Vertrauensperson hat. Weder im Freundeskreis noch zu Hause, wenn man sich halt anschaut, wie der Vater reagiert. Aber ich denke, ganz wichtig ist, jeder braucht irgendjemanden, auf den er zählen kann in solchen Situationen. Ja. Wäre es dann besser, eben zu einer anderen Person zu gehen, die zum Beispiel eben auch die Polizei ist, selber zu sagen, ich wurde in diese Situation gebracht. Also wenn man bei der Polizei gefragt wird, macht es auf jeden Fall Sinn, wirklich zu erzählen, wie man in diese Lage gekommen ist. Ansonsten ist es so, dass im Jugendstrafverfahren es noch die Jugendhilfe im Strafverfahren gibt. Und dort hat man auch noch mal die Chance, über die Tat zu sprechen. Und gerade in solchen Fällen bietet es sich an, einfach mal darzustellen, was war dieser innere Konflikt, der mich dazu gebracht hat. Frau Trinte sagt ja, dass es wichtig ist, eine Vertrauensperson zu haben. Und Marie-Louise, ja, die vertraut sich der Jugendhilfe an. Und da kommt so einiges ans Licht. Ich hab das nur gemacht, weil ich auch mal in so einer Clique sein wollte. Hast du denn keine Freundschaften in der Schule? In der Klasse? Da werde ich nur ausgelacht. Warum? Schauen Sie mich doch mal an. Die Klamotten, die ich trage, die meine Eltern mir kaufen. Ist voll lame. Meine Haare. Ich wollte die Schminke gar nicht. Ich wollte nur mal dazugehören. Und dann hast du dir ausgerechnet diese beiden Mädchen ausgesucht? Das sind einfach die Mädchen in unserer Klasse. Wenn ich nicht mehr ausgelacht werden will, dann muss ich halt mit denen befreundet sein. Verstehen Sie? Und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall, nicht? Das ist noch viel schlimmer als vorher. Ach, gib mir mal deine Tasche. Hast du noch was in deiner Jacke? Geh noch mal durch die Tür. Geh noch mal rein und wieder raus. Klauen und lügen. Keine gute Idee. Mal sehen, was die Polizei dazu sagt. Was? Du kriegst natürlich eine Anzeige. Was hast du denn gedacht? Ja, hallo. Henriette Müller. Ich möchte eine Anzeige aufgeben. Eine Teenagerin. Ich glaub's nicht. Guck mal. Nee, oder? Oh, sie war größer. Los, mach mal. Warte, ja. Das wird der Knaller? Ja. Oh mein Gott. Okay. Das Video wurde im Netz gepostet. Ja, jetzt bin ich in der Schule noch mehr unten durch. Wer will mit so einer Loserin denn befreundet sein? Aber Freundschaften findet man doch auch woanders. Hast du irgendwelche Hobbys? Ein Sportverein zum Beispiel oder eine Theater-AG? Was machst du in deiner Freizeit? Ich mache, was meine Eltern mir sagen. Marie-Louise, ist das dein Ernst? Du machst immer wieder denselben Blödsinn. Jetzt bist du schachmatt. Du kannst nirgends hin. Weder hierhin, noch dahin, noch sonst wohin. Wie lange üben wir das beide schon, hm? 10 Jahre. Ja, ganz genau 10 Jahre. Und nach 10 Jahren bekommst du nicht die einfachsten Dinge hin. Räum das auf. Und dann übst du Geige, ist jetzt dran. Springer auf F5. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Aber ich mag Geige überhaupt nicht und klassische Musik finde ich auch langweilig. Welche Musik magst du? So Hip-Hop, R&B, solches Zeug. Ach, echt? Und ja, was denn so? Ich weiß nicht, was man da gerade so hört. So coole Lieder halt. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und ein Blackberry Lele. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also leb ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Gib das Handy her. Papa, bitte. Wie oft haben wir das schon besprochen? Komm, gib her. Kein Hip-Hop. Papa, bitte so. Nicht. Und gelöscht. Wir wollen nur das Beste für dich.
Liebes. Hm? Das weißt du doch. Aber ich wollte doch den Hip-Hop. Komm, hör mir auf mit diesem Tanzkuss. Du weißt, was deine Mutter und ich davon halten. Ja? Hip-Hop. Ich fass es nicht. Im Jugendzentrum? Ja, da machen auch voll viele Mädchen aus meiner Schule mit, aber meine Eltern haben das halt nicht erlaubt. Warum? Die haben gesagt, das ist nichts für Gymnasiastinnen. Hip-Hop. Oh Mann, die arme Marie-Louise. Ja, man merkt irgendwie, wie verzweifelt sie ist. Also irgendwie ihre Freundinnen nutzen sie aus, sie möchte unbedingt in diese Clique. Und dann gibt es auf der anderen Seite irgendwie noch ihren Vater, der komisch mit ihr umgeht. Also das ist ja keine gesunde Vater-Tochter-Beziehung. Er versucht ihr irgendwie Disziplin beizubringen, aber ich glaube, er erreicht das totale Gegenteil. Also seine Tochter wird dadurch ja noch unglücklicher und dann wird man quasi viel, viel, viel anfälliger für solche Straftaten. Hm. Was sagst du denn dazu? Ich finde es auch voll schwierig, weil sie so gar keinen Rückhalt hat und dann das, was ihr Halt gibt, irgendwie Musik hören oder so, das wird ihr dann auch weggenommen vom Vater. Hier wirkt es fast, als würde der Vater sie so wie in so eine Kuppel einsperren und so alles von ihr abschirmen. Und so ist es für sie ja auch fast unmöglich, dann irgendwie Freunde in der Schule zu finden. Die Arme weiß nicht, was sie machen soll. Sie weiß nicht, wohin. Meinst du, wenn der Vater irgendwie anders jetzt mit ihr umgehen würde, dann wäre sie vielleicht selbstbewusster oder so? Ja, wenn die Eltern nicht an dir glauben, dann wer soll es dann tun? Und wie ist das bei deinen oder bei euren Eltern oder Vätern? Versuchen die euch auch in irgendeiner Form zu behüten oder zu beschützen? Die haben Angst, dass wir halt Mädels sind und dass was Sachen passieren und so. Aber die hören mir auch zu und sagen, ja, ob das okay ist, ob sie muss aufpassen, das und das nicht zu machen. Ich würde sagen, meine Eltern haben mich selbstständig und eigenständig erzogen, sodass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und ich merke selber, dass es mir dadurch sehr leicht fällt, auf Leute zuzugehen. Was ich aber interessant fand, war ja, dass die Mädchen, die sie überredet haben, das gefilmt haben. Und ist nicht das auch, weil sie es ja dann hochgeladen haben, selber eine Straftat? Ist auch eine Straftat. Und da ist es dann halt auch wichtig, hat jemand von den Strafverfolgungsbehörden Kenntnis davon? Da muss Marie-Louise halt auch über ihren Schatten springen und die anzeigen. Wobei das natürlich jetzt auch schon super ist, dass sie es halt dort geschildert hat, bei der Jugendhilfe im Strafverfahren. Denn so bekommt auch Gericht und Staatsanwaltschaft Kenntnis davon. Okay, also ich denke, wir haben jetzt alle Seiten gehört, um endlich ein Urteil fällen zu können. Beratungsgespräche, soziale Trainingskurse, Geldauflagen oder Arbeitsstrafen. Das sind milde Maßnahmen, die ein Jugendgericht anordnen kann. Strenger ist der Jugendarrest bis zu 4 Wochen und am härtesten Gefängnis bei Jugendstrafe von mindestens 6 Monaten. Wie würdet ihr urteilen? Einerseits ist sie schon schuldig, weil sie es ja geklaut hat. Aber einerseits sind halt ihre Fake-Freunde schuldig. Das ist auch irgendwie kompliziert halt. Ich glaube zum Beispiel jetzt Jugendarrest oder sogar Knast würden halt gar nichts bringen. Ich glaube, es wäre gut, wenn man sie in eine neue Gruppe Menschen so quasi schickt und ihr die Möglichkeit gibt, einen Neuanfang gerade noch mal zu machen. Das eben auch ganz ohne den Einfluss vom Vater. Sie mag Hip-Hop gerne. Vielleicht geht sie in eine Hip-Hop-Gruppe und fängt da an zu tanzen. Irgendwas, was ihr Vater ihr nie erlauben würde, aber was sie wahnsinnig gerne mag. Also du würdest ihr jetzt so einen Hip-Hop-Kurs oder sowas geben? Ja, zum Beispiel. Ja. Okay, ja, also ist auch eine Idee. Also ich finde den Vorschlag sogar ganz gut. Also, dass sie sich halt selber so eine kleine Auszeit nimmt, halt auch von ihrem bisherigen Umfeld und dann halt auch neue Leute kennenlernt. Ich finde das eigentlich einen guten Vorschlag. Wollen wir doch einfach mal schauen, was das echte Gericht für ein Urteil gefällt hat. Jetzt kommt das dicke Ende. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Du kannst dich widersetzen. Wir sind noch nicht so weit. Keine Angst. Ich setze mich öfter zu meinen Angeklagten. Ich habe den Bericht der Jugendgerichtshilfe gelesen. Tut dir das alles irgendwie leid? Natürlich tut ihr das leid. Ich spreche mit ihrer Tochter. Und? Ich schäme mich richtig dafür. Für was genau schämst du dich? Ich habe nicht nur gestohlen, ich habe auch gelogen. Die teuersten Sachen geklaut. Hast du noch was in deiner Jacke? Geh noch mal durch die Tür. Geh noch mal rein und wieder raus.
Klauen und Lügen. Das und das Video, das macht mich total fertig. Ich werde immer noch ausgelacht. Nee, oder? Das wird der Knaller. Ja. Okay. Ich hoffe doch sehr, dass die Justiz die anderen beiden zur Rechenschaft zieht. Die beiden anderen Mädchen bekommen ihr Verfahren. Jetzt hier geht's aber um ihre Tochter. Hm? Ich glaube dir, dass du angestiftet worden bist. Das war so eine Art Mutprobe, oder? Aber du wusstest schon, dass man nicht stehlen darf. Hm? Ja. Und dafür muss sie bestraft werden. So geht's ja nun mal nicht. Das lassen Sie mal meine Sorge sein, ja? Ja, ich wollte nur sagen, dass wir alles mittragen werden und eine gerechte Strafe gutheißen. Dann tragen Sie sicher auch mit, dass ich Ihnen wegen Störung des Gerichts ein Ordnungsgeld aussprechen werde. Dann ist es ja gut. Warum hast du denn dann gestohlen, wenn du wusstest, dass du dich damit strafbar machst? Ich wollte den anderen beweisen, dass ich keine Loserin bin. Denken die das denn? Ich werde pausenlos gemobbt. Von allen. Das macht einsam, hm? Hast du eine Ahnung, wo du außerhalb der Schule noch Freunde finden könntest? Ja, aber das darf ich nicht. Ich darf so vieles nicht. Naja, immerhin spielst du Schach und Geige. Natürlich darfst du was. 100 Euro Ordnungsgeld für sie. Ich glaube, ich weiß, wie wir deine Situation verbessern können. 47? Beschlossen und verkündet. Das Verfahren gegen Marie-Louise Krenn-Wilbert wird eingestellt. Wie bitte? 200 Euro für Sie. Das Verfahren wird vorläufig mit Ermahnung eingestellt unter folgender Auflage. Marie-Louise Krenn-Wilbert muss 6 Monate lang an einem Hip-Hop-Kurs teilnehmen, 2-mal in der Woche. Das kommt gar nicht in Frage. Das ist was für Gossenkinder, aber nicht für meine Tochter. Herr Krenn-Wilbert, dies hier ist kein Wunschkonzert. Das ist ein Gerichtsbeschluss. Und den muss Ihre Tochter befolgen, genauso wie Sie. Im Übrigen sind wir jetzt bei 300 Euro. Setzen Sie sich. Hast du das verstanden? Ich weiß nicht. Du musst an einem Hip-Hop-Kurs teilnehmen. Ein halbes Jahr lang. Da kommst du jetzt auch nicht mehr drum herum. Und wir werden kontrollieren, ob du daran auch wirklich teilnimmst. Du gehst da auf gar keinen Fall hin. Sie muss. Und Sie, Herr Krenn-Wilbert, haben überhaupt nichts mehr mitzureden. Echt jetzt? Ganz echt. Mega. Aber nicht mehr klauen, ja? Klar? Völlig klar. Die Sitzung ist geschlossen. Vielen Dank. Haut raus. Was geht euch da durch den Kopf? Ich find's gut. Ja? Ja. Ähnlich dein Vorschlag? Ich fand es gut, dass der Richter zu ihr gegangen ist und ihr zugehört hat. Und gefragt hat, warum sie das getan hat und so. Ich finde auch, dass der Richter den Vater zurechtgewiesen hat. Fand ich, war ein super erster Schritt, weil eben dem Vater auch so gezeigt wurde, dass er nicht einfach immer seiner Tochter alles sagen kann. So kennt man Gerichte auch irgendwie gar nicht. Also man hat irgendwie immer dieses Strenge vor Augen, dass Gerichte irgendwie einen zu längeren Haftstrafen oder so verurteilen oder irgendwie gar nicht so eine coolere Seite haben. Und ich glaube, das nehme ich jetzt auch mit irgendwie, weil mir das irgendwie gar nicht so bewusst war, dass es solche Strafen gibt. Ja, also ich dachte auch immer so, dass man dorthin geht, direkt die Strafe bekommt. Aber das ist halt schön, dass halt so gezeigt wird, dass sie dir halt einen zuhören und Fragen stellen. So das Wissen zu haben, es gibt Leute, die mir helfen, die sind nicht nur dazu da, mich zu bestrafen, die helfen mir auch. Ist voll wichtig und irgendwie auch so mutmachend. Sehr cool, hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht mit euch. Danke für die tolle Diskussion, aber auch danke euch fürs Zusehen. Hier am Tisch werden wir jetzt auf jeden Fall noch dieses ungewöhnliche Urteil feiern. Und euch kann ich sagen, macht's gut, bleibt sauber, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Young Crime.